Begleiten Sie mich auf einer Landpartie im Norden Berlins. Mein Ausflug beginnt im Tegelort und führt entlang der Havel zur Greenwich-Promenade am Tegeler See. Los geht's an der Autofähre Hakenfelde-Tegelort. Auf der etwa 7 Kilometer langen Tour erzähle ich Wissenswertes von der Strecke und spreche mit interessanten Menschen über ihre Arbeit und Projekte. Mit dem Fahrrad dauert der Ausflug weniger als eine Stunde. Man sollte aber mehr Zeit mitbringen, weil die Natur am Tegeler See sehenswert ist. Wer zu Fuß die Strecke erwandert, benötigt von der Bushaltestelle Jörststraße der Linie 222 gemütliche 2 Stunden bis nach Alt-Tegel. Die Autofähre auf der Havel verkehrt alle 10 Minuten vom Ufer in Hakenfelde nach Tegelort und zurück. Die Überfahrt dauert ca. 2,5 Minuten. Die Tour führt entlang einem Teil des beschilderten Rundwegs Tegeler Seeroute. Mein erster Halt ist an der Feuerwache Tegelort. Am neuen Bootshaus bin ich mit der Freiwilligen Feuerwehr verabredet. Ich möchte etwas über die Feuerwache in Tegelort erfahren und spreche mit dem Wehrleiter der Wache und Leiter des Feuerwehrmuseums in Alt-Tegel, Herr Gordian Schulz. Ja, hallo, herzlich willkommen. Als Verstärkung haben Sie mitgebracht den Herrn von der Jugendfeuerwehr. Genau, den Kameraden Dennis Langrock, unseren Jugendwart. Außer dem neuen Bootshaus, was wir jetzt bekommen haben, gibt es ja auch ein paar Boote. Was sind das für Boote? Genau, wir haben früher, bis 2008 war hier ein Löschboot stationiert, also das Bootshaus gab es schon immer, das ist jetzt baufällig geworden. Das war, glaube ich, redgedeckt. Das war redgedeckt, ja, und war Baujahr 52 und allerdings war auch die Gründung aus Holz und die Deimen sind durchgerottet und damit gab es da keine Sanierungsmöglichkeit mehr, asbestbelastet war es auch. Ja, dann kam das neue Bootshaus, das Löschboot. In diesem alten Bootshaus war ein Feuerlöschboot untergebracht, also ein richtig großes Schiff. Ja. Das wurde im Rahmen von Sparmaßnahmen im Land Berlin 2008 eingespart und also das Personal und zur Feuerwache Spandau Süd verlegt. Da ist es immer noch im Dienst und wir haben seit 2014 ein Mehrzweckboot. Das ist, man kann sich vorstellen, es ist ein schnelleres, kleines Boot, hat aber die Möglichkeit, Verletzte aufzunehmen, hat eine Pumpe drauf, hat Ausrüstung für technische Hilfeleistung zur Brandbekämpfung und hat im Gegensatz zu dem großen Schiff die Möglichkeit, dass man direkt am Strand anlanden kann, mit einer Bugklappe das Boot verlassen kann und halt sehr vielfältig ist, auch in den kleinen Steganlagen manövrieren kann, um Ölsperren zu ziehen. Und jetzt stehen wir vor dem Hauptportal der Wache und da sind 3 Garagen mit 3 Fahrzeugen. Genau. Können Sie dazu was sagen? Genau, wir haben hier in der ersten Halle ein Tanklöschfahrzeug. Wir sind ja hier mitten im Wald und das ist vor allem für die Waldbrandbekämpfung da. Da ist viel Wasser drauf, spezielle Waldbrandsets und das ist halt sehr geländegängig. Ah, ja. Dann haben wir hier unsere Allzweckwaffe, leider auch ein Reservefahrzeug. Da ist alles drauf, was wir für die Brandbekämpfung brauchen beim Wohnhausbrand. Beim Verkehrsunfall, um Autos auseinanderzuschneiden, bei Ölland, um Ölbindemittel auf die Straße zu bringen. Wir haben auf jedem Fahrzeug auch eine Rettungsdienstausstattung, also auf jedem Fahrzeug befindet sich ein Defibrillator und ein Rettungsdienstrucksack. Und ja, das sind unsere Fahrzeuge für die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung. Weiter geht's entlang des Uferwegs, vorbei an der ehemaligen Gaststätte Igel, zum Fähranleger Tegelort. Hier verbindet das ganze Jahr über eine kleine Personenfähre die Insel Valentinswerder mit dem Tegelorter Ufer. Von Frühjahr bis Herbst hält am Anleger auch eine größere Fähre, die von Sardwinkel kommend weiter zur Hafenspitze fährt. Und hier kommt auch schon die kleine Fähre von der Insel Valentinswerder. Das ist gar nicht die Hauptfähre hier. Nee, das ist die Fähre.
Fähre fährt hier ein bisschen stromaufwärts dahin. Ja, die große, ja, aber die zur Valentinswerder, das sind doch Sie, oder? Aber keine Fähre in dem Sinn, sondern nur für die Insel. Ah ja. Und deren Gäste und ja. Am Horn von Tegelort, so nenne ich es mal, verlasse ich das Hafenufer und fahre weiter zum Schiffsanleger Tegelort Lindenbaum am Westufer des Sees. Der Name des Anlegers stammt vom damaligen Ausflugslokal Lindenbaum am See. Am Barschelplatz endet der Uferweg und ich muss in die Scharfenberger Straße einbiegen. An der Ecke Tegelorter Ufer führt die Straße wieder zum Seeufer. Der Uferweg führt vorbei an vielen ehemaligen Ausflugslokalen einer Gaststättenkolonie aus den Jahren um 1900, die es heute nicht mehr gibt. Neben dem damaligen Ausflugslokal Lindenbaum ist heute noch ein Teil der Ruine vom Restaurant Seegarten zu sehen. Die Ruine steht unter Denkmalschutz. Vom Bezirksamt Reinickendorf gibt es einen Plan zum Erhalt und zur Instandsetzung der Ruine. Vorbei an den Terrassen am See führt der Weg zur Badestelle Kleiner Strand. Sie ist eine von vier öffentlichen Badestellen auf meinem Weg. Hinter dem Kanu-Club Borussia beginnt der Tegeler Forst. Entlang dem Schwarzen Weg in Höhe der Insel Scharfenberg befindet sich eine weitere Badestelle. Ein öffentlicher Strand, der im Hochsommer viele Menschen zum Baden anzieht. Neben dem Strand liegt die Anlegestelle der Autofähre zur Insel Scharfenberg. Sie verbindet das Seeufer mit der Inselschulfarm, einem staatlichen Gymnasium mit Internat. Ich darf die Insel betreten und treffe den Schulleiter zu einem Gespräch. Ich bin verabredet mit dem Schulleiter des staatlichen Gymnasiums und Internats der Inselschulfarm Scharfenberg in Berlin-Tegel, Herrn Matthias Völzke. Entschuldigung. Auf Ihrer Homepage steht, die Schulfarm ist etwas Besonderes in der Berliner Schullandschaft. Ja. Sie ist eine Schule besonderer pädagogischer Prägung. Was ist darunter zu verstehen? Ja, also da gibt es eine, wenn Sie so wollen, formelle und eine inhaltliche Definition und eigentlich, die formelle folgt aus der inhaltlichen. Wir sind eine reformpädagogisch geprägte Schule. Die Reformpädagogik hat ebenso nicht zufällig vor etwa 100 Jahren ihre Blütezeit gehabt und hat ja so dieses Grundmotto ganzheitlicher Bildung eben nicht nur theoretischer, intellektueller am Schreibtisch für den Kopf, sondern eben auch für Herz und Hand. Das war eben auch immer so das Motto für Kopf, Herz und Hand. Das hat diesen Schulstandort ursprünglich mal geprägt, weil es eben darum ging, auch zu sagen, gut, wir wollen dann eben die ganzheitliche Bildung auch umsetzen. Und diese Prägung besteht bis heute vor. Wir haben hier zum Beispiel einen landwirtschaftlichen Betrieb, den wir auch in den Unterricht einbinden, der also auch reinen Unterrichtszweck hat und jetzt keinen wirtschaftlichen.
Wir haben große Gartenflächen, Landwirtschaftsflächen, ein großes Gewächshaus und so weiter, wo wir sehr naturnah lernen können und das auch machen mit den Schülerinnen und Schülern. Wir haben uns jetzt zuletzt wieder auch in der Arbeit an unserem Schulprogramm, was gerade neu fertiggestellt wurde, nochmal sehr intensiv damit bemüht, wo wir unseren reformpädagogischen Wurzeln gut gerecht werden, wo wir das noch besser machen können und wo wir vielleicht auch einfach nochmal verstärkt überlegen müssen, wie wir dieses Erbe auch in die Neuzeit transformieren. Das gelingt uns gut, finde ich, und natürlich auch da können wir immer noch besser werden. Und das Besondere, was diese Schule eben ausmacht, ist, was ich schon gesagt habe, die Möglichkeiten in Infrastruktur, eben im landwirtschaftlichen, gartenbautechnischen und eben auch verbunden mit der Insellage im Wasserbereich, im wassernahen Bereich. Und dementsprechend sind auch unsere Profilschwerpunkte als Gymnasium eben alles, was mit Ausdruck, Naturverbindung und Aktivität zu tun hat, entsprechend eben Kunst, Musik mit dem Schwerpunkt Bläserklasse, Naturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Biologie und der Profilschwerpunkt Sport, Wassersport, eben hier dann manifestiert in Angeboten Rudern, Segeln, Surfen, Schwimmen und sowas. Das war die Öffentlichkeit, die Allgemeinheit. Ja. Hat die denn im Normalfall auch Zugang zur Insel oder ist das jetzt nur denjenigen vorbehalten, die hier arbeiten, lehren oder die Eltern? Ja, also grundsätzlich ist es so, die ganze Insel ist ein Schulgelände. Also so die genauen Besitz- und Zuständigkeitsverhältnisse sind etwas diffiziler noch, aber im Wesentlichen ist die Insel Schulgelände und damit auch unterliegt den entsprechenden Beschränkungen. Das heißt, hier ist kein öffentlicher Zugang. Es ist natürlich über den Wasserweg dazu auch erschwert. Ansonsten versuchen wir uns hier im Bezirk und auch in der Stadtgesellschaft gut zu vernetzen, haben auch reichhaltige Angebote übers Jahr. Ich habe ja einige dargestellt, wo dann hier auch Gäste eingeladen sind. Und sonst ist es hier ein geschlossener Schulstandort, wo unsere Schülerinnen auch einen Schutzraum haben sollen. Zurück von der Insel führt mein Weg weiter zum Strandbad Tegelsee. Das Bad wurde 1933 gegründet und bis zum Jahr 2016 mit unterschiedlicher Bewirtschaftung betrieben. Dann erlosch die Betriebsgenehmigung. 2021 wurde das Strandbad mit neuem Betriebskonzept wiedereröffnet. Mit dem Bus 222 oder dem Auto ist das Bad im Sommer bequem zu erreichen. Hinter dem Strandbad verlasse ich den Schwarzen Weg und fahre weiter in Richtung Seeufer. Hier treffe ich auf eine weitere öffentliche Badestelle. Etwa einen Kilometer weiter führt der Weg am ehemaligen Restaurant Toulouse vorbei. Die bekannte Gaststätte liegt an der Badestelle Reierwerder und ist heute nur noch eine Ruine. Das Restaurant bot einst eine gehobene französische Küche an. 2019 erhielt ein neuer Pächter die Genehmigung zum Weiterbetrieb, der bis heute nicht wieder aufgenommen wurde. Der gaststätteneigene Parkplatz am Schwarzen Weg wird heute von Besuchern der Badestelle und dem Wildgehege genutzt. Das Badewasser am Strand wird von der Stadt überwacht und ist von sehr guter Qualität. Überhaupt ist der Tegeler See einer der saubersten Seen in Deutschland. Im Umfeld gewinnen die Berliner Wasserbetriebe auch Trinkwasser für Berlin. Vis-à-vis der Badestelle befindet sich das Wildgehege im Tegeler Forst.
treffe den Revierförster vom Tegelsee zu einem Gespräch. Ja, also guten Tag, Herr Mosch. Guten Tag. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Fragen zum Thema Tegeler Forst zu beantworten. Wir befinden uns hier am Wildgehege. Ja. Und da drängt sich natürlich die Frage auf, welche Tiere leben hier? Haben Sie da so einen ungefähren Überblick? Ja, ich kann es sogar ganz genau sagen. Also die Wildschweine, die wir gerade, wir zumindest sehen können im Hintergrund jetzt hier, da gibt es einen Keiler noch, drei Bachen, also weibliche und ein männliches Tier. Insgesamt haben wir 12 Jungtiere, also Frischlinge von diesem Jahr. Dann gibt es weiterhin ein Dammwildgehege hier, das beinhaltet 3 Hirsche, 5 weibliche Stücke und jetzt aktuell 3 Jungtiere. Ja. Und bei Muffelwild, das ist ein Wildschaf, was hier in freier Natur nicht vorkommt. Die anderen Wildarten, also Wildschwein und auch Dammwild, kommt hier in freier Natur vor. Sind das die Tiere, die so, so eine Schnecken haben? Genau. Also Schnecken heißt das, so eine geschwungenen Hörner, sag ich mal. Ja. Genau, das sind Wildschafe, Muffelwild, die kommen hier freileben nicht vor. Ja. Davon gibt es 2 Widder, also 2 männliche Stücke hier im Gehege, 4 weibliche und aktuell auch 3 Jungtiere. Also die Population scheint intakt zu sein. Genau, das ist halt auch meine Aufgabe, mit dieses Wildgatter zu betreuen. Wir haben jetzt vor 2 Jahren das Wildgatter komplett neu gestaltet, also mit neuen Zäunen auch, die durch den Sturm 2017 mächtig in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dann mussten wir diesen Doppelzaun bei den Wildschweinen hier anlegen, einmal aufgrund der afrikanischen Schweinepest und weil die Wildschweine grundsätzlich als gefährliche Wildart zählen, soll natürlich auch nicht dadurch gefüttert werden, dass irgendwas passieren könnte, dass die Wildschweine einen beißen oder ähnliches. Deshalb dieser Doppelzaun, damit dieser Abstand gewährt wird. Ich habe vor kurzem, wie ich hier mal vorbeikam mit dem Fahrrad, gesehen, da kommen auch Leute, die werfen irgendwas, was sie mitgebracht haben, über den Zaun. Das ist nicht okay, denke ich mal. Ne? Ja, das ist leider das Problem. Also dieses Wildgehege ist natürlich schon uralt und Traditionen oder lange Traditionen sind schon mit vielen Familien hier immer mit Großeltern, Eltern, Kindern oder sowas hier zu bestimmten Tagen auch herzukommen. Es ist natürlich eine der Hauptattraktionen hier und es wurde natürlich sehr viel immer mit Nudeln, Spaghetti sowas gefüttert durch den Zaun durchgesteckt. Ja. Das Problem ist, gerade bei Nudeln, die quellen natürlich auf. Jeder weiß, dass er schon mal Nudeln gekocht hat. Ja, und wenn die Tiere davon zu viel fressen, können die natürlich mächtige Probleme bekommen. Ja. Auch wenn Wildschwein ein Allesfresser ist, fressen die nicht alles. Also wir suchen hier manchmal, ich sag mal, Pampelmusen, die hier rübergeschmissen wurden, teilweise noch im Netz oder sowas fressen natürlich nicht. Das heißt, wenn einer hier die Wildschweine füttern möchte, dann bitte nur mit artgerechtem Futter, also das, was auch in der Natur vorkommt. Wir haben ansonsten einen Futterautomaten hier auch aufgestellt, wo man ein Futtermann aufgestellt, wo Mais drin ist. Mais ist, ich sag mal, so eine Leibspeise der Wildschweine. Ja. Auch das Muffelwild und Dammwild kann das problemlos fressen. Ja. Das finden sie da draußen in der freien Natur. Da gehen sie zu Schaden in den Maisfeldern. Wie gesagt, hier stürzen sie sich rauf, wenn sie es bekommen. Und man unterstützt das Wildgehege mit einer kleinen Spende von 1 Euro, wo wir dann wieder neues Futter kaufen oder auch das insgesamt instand halten können. Das wollte ich gerade fragen. Also der Besucher sollte Euro-Münzen mitbringen, um sich dann am Automaten Futter zu ziehen. Genau, und bitte keine Spaghetti reinstecken oder irgendwie welche anderen Münzen, das verstopft wieder nur das ganze Gerät und erschwert den Nachkommen, was rauszuholen. Weiter geht die Tour entlang dem Ufer in Richtung Große Malche. Vorbei an der ehemaligen Villa Borsig, die heute vom Auswärtigen Amt als Gästehaus und Ausbildungsstätte für gehobene Beamte des Auswärtigen Dienstes genutzt wird. Dann kreuze ich den Schwarzen Weg und fahre weiter durch den Tegeler Forst. Die Fahrt führt jetzt durch eine Waldreferenzfläche, ein Gebiet, das nicht bewirtschaftet wird und der natürlichen Entwicklung überlassen bleibt. Am Schwarzen Weg biege ich am Restaurant Waldhütte in Richtung Dicke Marie ab. Die Dicke Marie ist ein Baum, der bereits 800 Jahre alt sein soll. In Ihrem Revier steht der älteste Baum Berlins, die Dicke Marie.
ist am Tegeler See in der großen Maitsche, in diesem Bogen da. Ja. Dieser Baum wurde, ich habe es mir aufgeschrieben, zum Nationalerbebaum erklommen. Was bedeutet das? Das ist von der Eva-Maria-Stiel-Stiftung eine initiierte eine Stiftung, wo man versuchen will, 100 von besonderer nationaler Bedeutung alte Bäume zu finden, dass die ihr Leben in Würde ausleben dürfen sozusagen. Ja, ja. Gut. Genau, das ist... da hat man versucht, wirklich herausragende Bäume zu finden, ja. In Deutschland komplett verbreitet. Und ja. Da war letztes Jahr richtig die Dicke Marie dann auserwählt worden und wurde da... Also 2021 war das dann. Ja, genau, richtig. Im Sommer irgendwie, ziemlich genau vor einem Jahr, meine ich, im Juni oder so ähnlich. Genau. Also wenn Sie da nachher noch sind und den weiteren Besuchern... Das liegt auf meinem Weg, ich werde zu... Den Besuchern da noch einen Tipp geben wollen oder sowas. Ja. Es ist auch ausgeschildert. Ja, ja. Das ist eine alte historische Eiche, eine Stieleiche, die ursprünglich hier an den Auewäldern des Sees von damals halt hier so natürlich und autochthon noch vorkam. Und die alten Humboldt-Brüder, die ja direkt angrenzend im Schloss Humboldt, im Tegeler Schloss, gelebt haben, Mitte des 18. Jahrhunderts, sowas, sollen da schon rumgelaufen sein und aufgrund der etwas körperlich beleibten Köchin wohl dieser Eiche auch den Namen gegeben haben. Höhe des Eingangs zur Bucht Große Maitsche steht eine Skulptur, der archaische Erzengel von Heiligensee. Ein Denkmal zu Ehren des 100. Geburtstags der Grafikerin und Collagekünstlerin Hanna Höck, die in Heiligensee lebte. Spätestens ab hier muss das Fahrrad geschoben werden. Vorbei am Biergarten und dem Ruderclub Tegel. Auf der Sechserbrücke überquere ich das Tegeler Vlies und die Humboldtinsel. Die 1909 erbaute, 21 Meter lange Fachwerk-Bogenbrücke aus Stahl überspannt die Einfahrt des Tegeler Hafens. Hinter der Sechserbrücke befindet sich ein über 60 Jahre alter Bootsverleih mit Minigolfanlage. Früher befand sich hier ein Eiswerk, das Stangeneis für den Berliner Norden produzierte. Ich bin fast am Ziel meiner Tour, der Gilmitsch-Promenade, angekommen und entdecke an einem der Anleger ein merkwürdiges Schiff, die Kormoran. Ich bin hier verabredet mit Frau Seifert vom Schiff e.V. Sie ist Projektleiterin oder man könnte auch sagen Mädchen für alles. Ja, im Moment könnte man das und so kümmert sich ums Boot. Dieses Boot liegt am Hafen hier in Tegel und zwar vor dem Restaurant Seepavillon. Und Leute, die hier vorbeikommen, fragen sich, was ist das denn? Können Sie da kurz erzählen, was dieses Schiff bedeutet, was Sie machen?
Ja, das werden wir tatsächlich oft von Passanten gefragt, wenn wir vor Ort sind mit den Schulklassen. Genau, wir werden eben von Schulklassen besucht. Wir sind ein außerschulischer Lernort und veranstalten eben Programme für Schüler und Schülerinnen zum Gewässer, zum Thema Gewässerökologie. Ja. Das Jugendforschungsschiff ist sozusagen der Name des Projekts. Der Verein heißt das Schiff e.V. Mhm. Der wurde 2010 gegründet. Und entstand eben aus der Idee, Schulklassen an das Thema Wasser heranzuführen. Mhm. Und ja, inhaltlich kann man sagen, dass wir uns hier eigentlich mit allen Aspekten des Gewässers, des Teglersees beschäftigen. Also mit der Flora und Fauna um das Wasser, aber eben auch im Wasser, mit den Planktonorganismen, die da drin leben. Mhm. Aber eben auch mit den physikalischen Beschaffenheiten und mit den chemischen Parametern. Aber auch zum Thema Umweltschutz und erneuerbare Energien bieten wir Programme an. Ja, und die Programme sind speziell gemacht für Jugendliche, für Kinder. Ich glaube, ab der dritten Klasse habe ich gelesen. Ja, also ich arbeite jetzt seit März diesen Jahres hier und wir hatten eigentlich dritte Klassen jetzt noch nicht hier, eher ab der vierten Klasse und dann aber wirklich bis Abitur, Leistungskurse, die uns besuchen, weil sie gerade das Thema Gewässerökologie behandeln und eben dann noch ein bisschen was Praktisches dazu machen. Also im Moment bieten wir vor allem eintägige Ausflüge an, die dann sich über den Vormittag erstrecken. Also üblicherweise von 9 bis 13 Uhr. Mhm. Genau, kann auch Abweichungen geben. Aber eigentlich strebe ich schon an, dass wir auch ein bisschen längerfristige Projekte anbieten. Es gibt ja auch immer mal Projektwochen in Schulen, dass man da sowas anbietet, dass man da wirklich auch ein bisschen dran bleibt, weil so ist es natürlich als einmaliger Ausflug sehr interessant. Ja. Aber wenn man sich wirklich tiefergehend damit beschäftigen möchte, glaube ich, macht das schon Sinn, wenn man dann auch mehrmals hierher kommt und sich vielleicht auch die Entwicklung über die Zeit ein bisschen anschaut oder eben in einer Woche wirklich ganz intensiv am Thema arbeitet. Ja, und das Schiff finanziert sich einmal über Spenden, wird aber auch vom Land Berlin unterstützt. Genau, also Spenden sind eigentlich so die kleinste Säule in, unserer, in unserem Finanzierungskonzept. Wir werden gefördert vom Senat. Genau, und dann haben wir eben auch noch die Beiträge, die die Schüler und Schülerinnen zahlen, wenn sie unser Projekt besuchen. Oder am meisten wird das Modul M1 Gewässerökologie gebucht. Mhm. Das ist sozusagen unser Basismodul. Ja. Da fallen Kosten von 12 Euro pro Person an. Ah, ja. Wenn man teilnehmen möchte an einer Veranstaltung, Lehrveranstaltung oder so. Wo muss man sich hinwenden? An mich? Ja, genau, und also es gibt das Internet wahrscheinlich erreichbar. Genau, wir haben eine Homepage, jugendforschungsschiff.com und da gibt es ein Kontaktformular. Ja, für, prima. Ja, gut, kann ich auch noch einblenden und dann sehr gerne. Alle Bescheid. Ja. Erstmal vielen Dank für die Auskunft und ich schaue mir das Schiff noch ein bisschen an. Ja. Prima. Vielen Dank, dass Sie da waren. Gerne. Die Greenwich-Promenade. 1966 bekam sie ihren Namen durch die Städtepartnerschaft Reinickendorfs mit dem Londoner Bezirk Greenwich. An der Flaniermeile befinden sich Dampferanlegestellen, die Ausflugsfahrten über den Teglersee und zur Havel anbieten. Seit kurzem gehört auch ein Kreuzfahrtterminal dazu. Ich bin kurz vor dem Ziel meiner Tour und schiebe mein Fahrrad über die von Plantanen gesäumte Promenade zum Kanonenplatz. Die Uferpromenade ist von Vögeln besiedelt. Enten, Schwäne, Kanadagänse, sogar Kormorane können hier beobachtet werden. Die kleine Landpartie endet am Kanonenplatz. Hier stehen die beiden gusseisernen Kanonen aus dem 18. Jahrhundert. Die Kanonen, ebenfalls ein Geschenk des Londoner Stadtbezirks Greenwich, stammen vermutlich aus Schottland und wurden zur Küstenverteidigung eingesetzt. Oberhalb vom Platz, am Borsigdamm gelegen, steht der Schmuckbogen aus dem Jahre 1956 als Eingangsportal zum Park am Teglersee. Wer hier unter dem Bogen laut ruft, wird seinen Widerhall hören, was das Bauwerk nicht vermuten lässt. Das war's, ein kurzer Ausflug von Tegelort hier zur Greenwich-Promenade. Vielleicht haben Sie ja Lust, den Weg mal selber zu laufen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Vergnügen.
Musik.